Hallo, mein Name ist Marie Dillenburger. Ich bin die amtierende Mittelrhein-Weinkönigin und nehme Sie heute mit bei einer Reise durch mein Anbaugebiet. Das Mittelrheintal erstreckt sich über 120 Kilometer am Rhein entlang und ist eines der 13 deutschen Anbaugebiete, das die EU als Ursprungsbezeichnung anerkannt hat. Seien Sie gespannt auf eine Reise durch oberes und unteres Mittelrheintal und lassen Sie sich überraschen, wie schön wir hier eigentlich wohnen und leben. Bacharach besitzt einfach alles, um zu den schönsten Rheinorten am Mittelrhein zu zählen. Historische Gassen, die vielen Fachwerkhäuser, die hochgotische Wernerkapelle, aber auch die Burg Stahleck mit ihrer gut erhaltenen Stadtmauer. Ja, es scheint beim Betreten durch das Stadttor wie eine Reise in eine andere Zeit, bei der Märchen, Mythen und Sagen eine ganz bedeutende Rolle gespielt haben. Kein Wunder also, dass Dichter und ganz viele Künstler diesen Ort für sich entdeckt haben. Stadt am Rhein. In der Neujahrsnacht von 1813 auf 1814 überquerte hier der General Blücher mit seinen Truppen den Rhein. Eine bewegende Geschichte, die im heutigen Blücher Museum sein damaliges Hauptquartier erneut zum Leben erweckt wird. Ja, die Pfalz ist nicht nur die einzige Burg hier in Kaub. Schauen Sie mal dort oben. Hier oben inmitten der Weinberge liegt nämlich noch eine ganz andere Burg, nämlich die Burg Gutenfels in 95 Metern Höhe. Kaub hat aber nicht nur spannende Geschichten und Burgen zu bieten. Mit ihren ca. 10 Hektar großen Rebflächen haben die Winzer auch natürlich ganz hervorragende Weine. Ja, überzeugen Sie sich doch einfach selbst und besuchen Sie das ein oder andere Weingut hier aus der schönen Stadt Kaub. Oberwesel, die Stadt der Türme und des Weines. Das in der Mitte des Marktplatzes eingepflasterte Hufeisen gehörte der Sage nach dem Teufel. Die Winzer stellten ihm dann eine Falle, er wurde von einem Weinfass überrollt und so wurden die Winzer einen lästigen Vertrag los und der Teufel sein Hufeisen. Die schon damals von den Römern besiedelte Stadt Boppard liegt an der größten Rheinschleife am Mittelrhein und ist immer ein touristisches Highlight. Wein und Mittelrhein gehören ganz klar zusammen. An keiner anderen Stelle breiten sich unsere Weinberge des Mittelrheintales so majestätisch vor dem Auge des Betrachters aus wie im Bopparter Hamm. Mit 75 Hektar ist der Bopparter Hamm zugleich die größte zusammenhängende Rebfläche hier bei uns im Mittelrheintal, aufgeteilt in erstklassige Einzellagen, wo jeder Wein seinen ganz eigenen Charakter entwickeln kann. Boppard gehörte einst zu einer der bedeutendsten römischen Siedlungen hier bei uns im Mittelrheintal. Das kann man vor allem hier im Römerkastell deutlich spüren. Ein Ort voller Geschichte und Kultur. Die Marxburg ist die einzig nie zerstörte Höhenburg am Mittelrhein. Es ist also nicht überraschend, dass sie für viele Besucher der Inbegriff für eine mittelalterliche Burg kommt. Hinzu kommt, dass sie von ihrem Kern, aber auch von ihrem äußeren Erscheinungsbild über Jahrhunderte nur kaum verändert wurde. Außerdem ist aber auch ihre Lage ganz besonders, steil auf einem Berggipfel oberhalb von Braubach am Rhein. Eine magische Anziehungskraft strahlt sie aus. Die Festung Ehrenbreitstein, 118 Meter auf einem Felssporn über dem Rhein.
Von dort aus hat man eine perfekte Sicht auf Koblenz, auf das Deutsche Eck und natürlich auf den Zusammenfluss von Mosel und Rhein. Seit der Buga 2011 können Sie die Festung auch per Seilbahn erreichen, also eine perfekte Sicht und ein perfektes Erlebnis. Hier am Dürrer Kopf oberhalb von Leutesdorf hat man eine wunderschöne Aussicht auf den Rhein, auf die gegenüberliegende Rheinseite mit Blick auf Andernach sowie auf die Leutesdorfer Weinberge. Ja, eine Aussicht, die man hier auf der neuen Weinbergschaukel auf jeden Fall genießen kann. Kein Wunder also, dass hier die Stele für die schönste Weinsicht 2020 am Mittelrhein steht. Die Stele in Leutesdorf ist jedoch nicht die einzige im nördlichen Teil meines Anbaugebietes. Hier in Andernach konnte im April 2016 die Sicht auf die Leutesdorfer Weinberge für die schönste Weinsicht 2016 ebenfalls überzeugen.